Bündnis 100 Stoppen. Wo wir stehen, das wisst ihr hoffentlich alle, über der Baustelle des 16. Bauabschnitts der Autobahn 100. Und das ist momentan die teuerste Autobahn Deutschlands. Ein laufender Meter kostet 200.000 Euro. Und die Baustelle ist ja noch nicht beendet, das heißt, die Kosten werden noch steigen. Ihr seht ja, wie viel Massen sinnlosen Betons hier verbaut wird. Schon allein der hat eine unheimlich schlechte CO2-Bilanz. Dazu kommt ja dann, falls dieser Bauabschnitt wirklich eröffnet werden sollte, was ich nicht hoffe, dass dann natürlich die Autos auch unheimlich viel CO2 ausstoßen. Das wollen wir verhindern. Schlimm ist ja, dass dann auch schon der nächste Bauabschnitt geplant ist, der hinter Treptow. Dieser 16. Bauabschnitt geht bis Treptow, dann ist der 17. Bauabschnitt geplant von Treptow unterm Ostkreuz im Doppelstocktunnel durch, über die Frankfurter Allee hinweg bis zur Storkower Straße. Das bedeutet, es ist nicht nur eine hohe CO2-Belastung, die hier auf die Stadt zukommt, und Feinstaubbelastung, es zerstört auch die Stadt. Es zerschneidet Wohngebiete, die Clubs werden zerstört, die bis jetzt auf der Trasse sind. Die Parks werden zerstört, wie hinter der Wilhelm-Gutthoff-Straße. Die Parkaue ist mit betroffen. Und das können wir nicht dulden. Diese 100 ist als Gesetz verankert in den Ausbaugesetzen im Bundesverkehrswegeplan. PolitikerInnen und JuristInnen behaupten ständig, das könnte man nicht mehr ändern. Ich habe einen anderen Standpunkt. Es ist ein Gesetz, was auf einem Papier steht, von Menschen gemacht. Das lässt sich wieder ändern. Wir können dafür sorgen, dass die Gesetze neu geschrieben werden, dass sozusagen die Unterschriften unter neue, sinnvolle Projekte gesetzt wird. Das Klima, mit dem kann man nicht verhandeln. Ich sage jetzt 100 stoppen. Hopp, 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 100 stoppen.